zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Er wird alle alleine fertig machen. Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Das schöne Dorf. Schneller! Wir müssen das Tor schließen! Macht schon! Wir schließen das Tor! Bewegt euch los, Leute! Kommt schon! Kommt schon! Uns wird die Zeit davon! Heinrich, Gott sei Dank! Mach, dass du reinkommst! Wir müssen die Tore Bewegt schließen! Bewegt euch, Leute! Na los! Pass für mich darauf auf! Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen! Autsch. Martin, bitte nicht. Oh Gott. Und somit ist ein Erzfeind geboren worden. Ich setze mich mal wieder besser hin. Ich glaube, jetzt geht es ins Einsgemachte langsam. Sei kein Narr, Heinrich! Komm zu uns! Schnell! Es gibt nichts, was du noch für dich tun kannst! Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Ja, genau. Gut, die haben immerhin Rüstung an, aber gegen das Pferd, theoretisch. Schnapp dir ein Pferd und reite nach Teilberg! Sag ihnen, was kommt! Du musst sie warnen! Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang! Spring von der Mauer und verschwinde von hier! Okay, wir müssen weg! Jetzt hat er sein Schwert nicht. Mist! Herr Ratzig Schwert haben wir erhalten. Ja, ich habe einen kurzen Cut gemacht in der Pause, weil wir doch sehr lange Zwischensequenzen hatten. Ich hatte das nicht mehr im Blick. Wir müssen den Weg jetzt hier runterlaufen. Ich weiß, wenn wir querfeld einlaufen, hatten wir durchaus Probleme. Und es gab hier zwei Wege, wie man zu Pferden kommen konnte. Und wir werden auch verfolgt, also wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir denen da nicht allen in die Arme laufen. Ich meine, wir haben immerhin eine Waffe diesmal. Die hatte ich sonst nicht. Achso, doch, das Schwert haben wir, aber wir haben sogar noch eine bessere Waffe, theoretisch, und zwar ein Beil. Aber das haben wir nicht mehr angelegt. Und da vorne können wir nämlich gut ein Pferd abgreifen bei ihm. Ein bisschen kämpfen üben. Die hier sind noch relativ einfach. Ah, verdammt. Okay, sie sind doch nicht so einfach. Ja, sie sind vor allem zu dritt. Game over.
Okay, Spiel an. Das Gute ist, Spieldurchgang 3 auf der Flucht, Quest begonnen. Wir starten immer wieder oben am Hügel. Und wenn wir jetzt hier warten, kommt, glaube ich, nämlich hinter uns einer an, nicht? Der nicht von uns ist, oder? Achso. Versuchen wir es mal. Ja, wenn die uns einmal erwischen, nicht? Dann ist vorbei sofort für uns. Da können wir nichts mehr machen. Wir müssen den ersten Schlag landen, wenn wir gewinnen wollen. Und wir haben das Schwert nicht ausgerüstet. Ist ein dummer Speicherpunkt, muss man auch so sagen. So. Oh, wir rennen auf ihn zu. Ja, jetzt haben wir quasi die Oberhand. Ah, verdammt. Ja. Ah, aua. Jetzt hat er uns. Okay, ich glaube, wir schaffen die nicht. Wir haben zu wenig auf Stärke geskillt. Wir haben halt alles auf Überredungskunst gepackt. Einen Versuch gebe ich mir noch. Ich will nämlich, wir sind nämlich kurz vorm Aufleveln. Wenigstens ein bisschen was erreichen. Ich weiß halt nicht, wie ich blocken kann. Das ist so mein Problem. Sofern ich das da überhaupt blocken kann, nicht? Ja. Wie ist blocken nochmal? Das muss ich echt... Vor allem, es ist doof, dass man immer in dem Spieldurchgang auch selber wieder auswählen muss. Spieldurchgang 3, den Spielstand. Warum geht er nicht zum letzten Spielpunkt laden, nicht? Also so eine Komfortfunktion fehlt. So, nochmal Hilfe. Was ist blocken? Q. Ah, ich drücke immer was anderes. Q ist blocken. Okay, das macht Sinn. Okay, blocken hat ja nicht geholfen. Ja, okay, er ist viel zu langsam beim Blocken. Wir rennen lieber weg. Wir sind ein kleiner Heinrich, wir haben keine Chance gegen diese gut ausgebildeten Ritter. Wir können nur gegen Räuber vorgehen. Wir nehmen die Beine in die Hand. Und ich kann mich aufs Pferd unten schwingen, aber wir können auch nochmal woanders gucken. Bevor wir uns das Schwert, das Pferd holen vielleicht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und Enden und Sachen, die man entdecken kann. Und vielleicht... gibt es halt noch andere. Da ist auch ein Pferd zum Beispiel, was man sich nehmen kann. Auch interessant. Ich glaube, das ist nämlich das, was ich eigentlich machen sollte. Und ich renne immer zum anderen Pferd. Most már el... A picsába, mi ez? Nyírjátok ki a fattyút! Okay. Au. Ja. Okay, wir müssen ihnen helfen. Ich glaube, vom Pferd aus wäre das besser. Ich kann nur nicht, das kann ich schon bei GTA 5 nicht, während des Fahrens schießen. Und ich kann auch nicht während des Reitens schlagen. Ich kann so schon gerade mit Ach und Krach das bedienen hier, nicht wahr? Aber gegen 3 kommen wir auf jeden Fall nicht an. Nicht in dem Zustand. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zu dem Pferd. Vielleicht doch querfeldein diesmal. Dann sind wir nämlich vor den anderen da. Die Reiter müssen wir durchlassen. Da könnten wir noch plündern. Ich wollte nicht den Körper aufheben. Ah! Ich hasse Doppelbelegung von Sachen. Ich will plündern. Warum ist plündern gedrückt halten? Groschen. Ja, nehmen wir. Okay, wunderbar. Und rauf aufs Pferd. Rauf aufs Pferd? X. Oh Mann. Diese. Warum ist aufsetzen zum Beispiel nicht einfach E, wenn E die ganze Zeit als auslösen ist? Auf einmal ist es X und so eine Sachen.
gerade wenn du in so einer Stresssituation bist, ist es schlecht, dem Spieler was Neues beizubringen zu versuchen, nicht? So, jetzt drück X. Ich weiß doch gar nicht, was ein Pferd ist. Dann hätte man vielleicht mal im Dorf schon mal auf ein Pferd aufsetzen sollen. Dann wäre es ganz cool. Und dann diese Drucksituation. Jetzt ist es eine andere Steuerung, nicht? Aber das ist doch zu viel. Gerade wenn du verfolgt wirst. Also, das habe ich damals schon nicht so gut gefunden im Design. So, und hier bin ich auch damals immer in die falsche Richtung geritten. Holzfäller Lager. Er hat uns runtergeholt. Okay, war vielleicht nicht so clever. Oh, oh, die sind zu zweit. Was macht ihr denn? Das ist so... Oh, ich kann gerade... Ich steuere gerade gar nichts, nicht? Alles, was passiert ist mit... Nach dem ersten Schlag auf dem Pferd, war alles automatisch. Okay. Das Spiel verhindert auch, dass man dahin reitet. Da muss man, glaube ich, viel besser sein am Schwert und auch Glück haben, das Timing genau zu treffen. Deswegen bin ich auch nicht so der Elden Ring-Fan. Und das sind halt die Sachen, die... Deswegen mag ich den Retterschnaps und das Speichersystem halt nicht, weil es verhindert halt, dass ich solche Sachen jetzt gerne ausprobiere, nicht? Also, man muss sich genau an dem Fahrplan von dem Spiel halten, was aber doch sehr offen ist, wenn man nicht ständig irgendwie links und rechts einen auf die Fresse kriegen möchte. Aber man hat doch durchaus die Möglichkeiten, links und rechts Sachen zu erleben, wenn man im richtigen Moment die richtigen Sachen erwischt. Und dadurch, dass ich nicht speichere, werde ich sie einfach verpassen. Und das ist sehr schade. Ich meine, man kann das ganze Dorf da hinten theoretisch erkunden. Das Risiko aber immer wieder von da oben runter zu laufen, ist halt einfach riesig, nicht? Und da hat man natürlich nicht so die Lust drauf. So, ich könnte hier natürlich jetzt ein... Na? Achso, oh, das war X. Das... Komme ich auch nicht drauf. So, ich könnte jetzt hier zum Beispiel meinen Ritterschnaps einsetzen. So, speichern. Jetzt haben wir einen Ritterschnaps verwendet. Damit wir hier wenigstens starten können, dann muss ich nicht immer wieder runterlaufen. Hier sind auch Pferde. Game over. Okay. Boah, der Pfeil tötet also direkt. Interessant. Oder weil wir aus dem Bereich sind, aus dem wir nicht raus sollten. Ja. Oh. Okay. Ich glaube, hier können wir wenig gewinnen. Da ist noch ein Pferd. Fahr zur Hölle, du Tatarenhund! Logisch, Frau. Bitte aber mir es! So. Theresa ist entkommen. Sehr gut. Und jetzt müssen wir reiten, glaube ich. Jetzt reiten wir einfach. Wir sind überall Pferde. Spiel gespeichert. Wahrscheinlich verpasse ich hier 1000 Möglichkeiten. Scheiße. Und das fand ich auch super schwer damals. Und ich habe den Schwerkampf schon auf leicht. Es gibt ja durchaus noch den Profi-Modus, wo es alles wesentlich schwieriger ist. Na? Pferd, danke. Manchmal... Gerade nach so Sequenzen braucht das Spiel mal auch ein paar Sekunden, bis es dann wieder, ja, wie fit ist, nicht? Ich drück was, es reagiert nicht. Ich drück was, es reagiert nicht. Und das sind manchmal wertvolle Sekunden, gerade gegen die Reiter, die uns da teilweise verloren gehen. Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Okay. Ich wollte die Leute retten. Ich bin halt ein Held. Das ist auch mit die nervigste Stelle.
Der hätte eine Zwischensequenz auch zum Beispiel gereicht. Scheiße. Weil sie sehr viel Glück auch abverlangt. Das ist wie so eine Endprüfung eigentlich schon eher. So Abitur-Endprüfung, nicht? Man muss schon wissen, was man macht. Na, Pferd. Jetzt. Sonst hat man ein Problem. Das Problem ist nämlich, wir werden auch verfolgt. Das heißt, wenn die uns zu nahe kommen, haben wir auch schon ein Problem, nicht? Oh, oh, shit. Jetzt zum Beispiel. Vielleicht sind sie ja auch hängen geblieben im Wasser. Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Ach, nicht hier lang. Himmel! Doch, doch. Hier lang ist besser. Aua. Vertrau, Pferd. Okay, hier ist vielleicht doch nicht besser. Pferd. Oh, nicht E. Also, dass E auch vergleichen ist, ist so super belastend. Das muss ich mir mal umlegen vielleicht beim Pferdsteuerung. Ich will doch nicht da lang. Sofort... Wo zur Hölle Hallo? Bin ich denn jetzt? So. Ich will doch sofort wieder aufsteigen und die ganze Zeit drücke ich F oder E und auf einmal ist es X. Das ist halt so counterintuitiv. Gerade bei Pferd, Hektik, dann falsche Taste. Bei mir immer. Okay, ich glaube, wir haben es aber jetzt hinter uns. Wir haben die, glaube ich, gut abgehangen. Da hatte ich Glück. Ich glaube, der Bach war eine gute Lösung. Sonst sind die nämlich hier hinter einem. Und schießen die ganze Zeit auf einen. Ich bin die nämlich nicht losgeworden sonst. Pete, sie werden euch umbringen. Ist auch mal gut, dass die Leute beim Wegrennen auf den Wegen bleiben. Mist. Mist. Die anderen. Mist. Sie brennt Scarlets nieder. Sie werden euch umbringen. Keiner hinter uns. Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Ich weiß noch, wie ich hier krampfhaft immer zwei Typen neben mir hatte, die in den Kopf geschossen hatten. Naja, Ausdauer des Pferdes ist gering. Wir müssen auch nicht mehr so weit, glaube ich. Genau. Das war ja... Okay. Ich bin doof in den Fluss gefallen und das war die Lösung. Hm. Oh mein Gott. Hey, Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Heilung, bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und... Feuer! Wieder! Wieder! Hanjo, Hus und Kinder! Und da ist meine richtige Festung. Nicht dieser kleine Turm bei uns. Heroisch den Pfeil noch immer im Bein stecken. Gib ihm doch jemand zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Scarlets. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee.
Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Tja. Und weg waren wir. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devisch zu sprechen? Ja, natürlich. Na, das ist eine Aufregung, nicht? Da kommen sie alle an. Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag mal, der weiß schon alles. Was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlitz. Die Schlächter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlitz komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlitz ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Da haben wir es doch geschafft. Reite nach Thalberg, erfolgreich erfüllt. Boah, also ich muss sagen, Zwischensequenzen sind gut, aber nicht, das sind zu viele für einen Anfang gewesen. Die sind nicht schlecht, aber es ist zu massiv oft und dann die dazwischen dann diese nervigen Einlagen. War ein holpriger Start, aber das Spiel selber an sich macht sonst trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Man kann nicht immer alles mögen an allen Sachen, aber hier zum Beispiel diese ganzen alten Zeichnungen, wobei ich mich natürlich frage, ob die Zeichnungen schon im 12. Jahrhundert, 13., 14. Jahrhundert, wann das hier ist, genauso verblasst waren, wie sie heute verblasst sind oder man eigentlich die volle Farbpracht hatte. Eine gute Frage, nicht wahr? Setzen. Können wir irgendwas klauen? Ich meine natürlich geschenkt bekommen. Oh, wir taumeln schon vor Hunger, nicht? Warte mal, wo ist der Typ?
Was? Hier darf ich nicht sein? Kamera? Hier Schloss knacken? Okay. Da ist Herr Divisch. Dorfbewohnerin. Hier dürfen wir sein. Okay. Wenn wir hier sein dürfen, dann gucken wir da auch mal. Setzen, Schloss knacken. Okay, hier gibt's nichts. Deswegen dürfen wir hier auch sein, nicht wahr? Ich glaube, das Essen gab's unten. Schloss knacken. Setzen. Irgendein Buch oder so. Irgendwas Schönes, was man mitnehmen könnte. Ich brauche was zum Lesen, Lektüre. Guten Tag. Nur ein Papier, leer, noch nicht mal bekritzelt. Wobei Papier sicher sehr viel wert ist. Okay, und hier geht's auf den Wehrgang. Wie können wir eigentlich schon wieder so gut laufen, nicht? Hier geht's auf den höheren Wehrgang. Und guck mal da. Neues Tal, neues Glück, würde ich sagen. Wir wollen aber jetzt erstmal nach unten. Wir haben Hunger. Wir mussten kämpfen, wir mussten reiten. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Natürlich ist er das. Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent so vergeudete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein... Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Talmberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das Natürlich. Hier ist für dich. Iss so viel du willst. Danke. Und etwas Wein zum Runterspülen? Na, mindestens. Hab Dank, Herren. Honigwein, bitte. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robart. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Ein wichtiger Hinweis. Aber man hat's gemerkt bei den ganzen Zwischensequenzen auch, nicht? Die eine Stimme ist hier, die andere ist da. Das schwankt halt ständig. Essen. Aber wir gucken erstmal unser Essen an. Wir haben einen geklauten Dolch. Lass den mal lieber fallen. Was haben wir denn, was weg muss? Zum Beispiel die Äpfel. Essen wir erstmal die. Weil die sind nur noch auf 79. Das Brot ist auch nicht mehr das Beste. So. Und dann den Rest, den wir hier haben, nicht, den behalten wir dann nämlich wieder. Das können wir nämlich alles für später hier gebrauchen. Und den Käse können wir wieder teuer verkaufen. Der ist fast 3 Goldstücke wert. Das ist pure Währung. Ich meine, es lohnt sich fast gar nicht, immer so viel Essen mitzunehmen, weil es sich eh nicht lange hält. Man muss dann eher auf sinnvolle Sachen umschwenken, nicht wahr?
Also Brot oder Sachen, die lange halten, wie Trockenfleisch. Das macht viel, viel mehr Sinn. Aber es ist auch seltener und teurer zu bekommen. Muss man auch natürlich sehen. Hier muss man aufpassen. Die Sachen sind dann Diebstahl. Kochen. Aus dem Topf essen. Ich glaube, wir sind satt, oder? 54. Nee, wir könnten noch... aus dem Topf einmal essen. Sehr gut. Wir gucken natürlich alles an, was es hier so gibt. Hier dürfen wir nicht sein. Okay, sorry. Dorfbewohner. Das hier ist mal Hauptmann Roberts Pferd. Das sind mal Pferde. Herr Divisch Pferd. Brunnen. Die will nicht mit uns reden. Oben waren wir schon. Wir müssen noch die Wehrgänge entlang gehen. Wir erkunden einfach alles einmal. Oh ja, wir waschen uns erstmal. Ganz wichtig. Was haben wir hier? Stallmeister. Okay, der hat gerade irgendein Zeug geholt. Wächter. Also schon für damals schöne Lichteffekte. Ein privater Bereich. Ah, hier war Schlossknacken. Hier könnten wir einen Eschenbogen stehlen. Und Pfeile. Das hier ist die Toranlage, nicht wahr? Da können wir das Tor öffnen. Oder schließen. Ich glaube, wir sind nicht dazu in der Lage. Hier dürfen wir wieder sein. Ah, hier dürfen wir auch sein. Wir dürfen... Nee, hier dürfen wir nicht sein. Hier dürfen wir sein. Hä? Das ist ja verrückt. Also bis hierhin dürfen wir sein. Ach, weil das Tor hier ist. Und hier ist aber nicht mehr das Tor. Alles klar. Interessant. Schlossknacken, sehr leicht. Hilft uns nur nicht ohne Dietrich. Leiter benutzen. Schlossknacken sehr schwer, schwer. Okay, nichts für uns, nicht? Aktuell. Zumindest im aktuellen Zustand noch nicht. Sonne steht schon am Horizont. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt weitermache, dann kommt eine sehr lange Zwischensequenz wieder. Die wir heute nicht mehr schaffen würden, glaube ich, in der Aufnahme. Wir haben nämlich schon 34 Minuten auf der Aufnahmeuhr. Und deswegen erkunden wir jetzt einfach noch ein bisschen. Ob wir vielleicht noch irgendwas übersehen haben. Hallo, Herr Wächter. Nee, nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. So, da geht's einmal rum. Er popelt sich da an der Wand in der Nase. Da unten ist das Dorf. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer als das letzte, nicht? Also das sind nicht nur zwei, drei Häuschen. Aber wir kommen wirklich nur über die Tür
Oder da, wie wir reingekommen sind, drüber raus, oder? Ja. Gibt nur einen Auf- und Abgang. Interessant. So, Tor ist zu. Aufdrehen durften wir nicht. Dann gibt es hier noch die Sachen. Schlossknacken leicht. Haben wir auch nicht. Was haben wir dahinter? Das sieht ja gesund und lecker aus. Ist das Kleidung? Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht, nicht stören. Hier kommen wir auch nirgendwo hin. Ich glaube, hier müssen wir... Okay, hier dürfen wir nicht drin. Das ist unsere Stube, nicht wahr? Müdigkeit. Hier sollen wir dann nämlich schlafen. Und das löst einiges an Ereignissen aus. Dafür haben wir zu sehr getrödelt. Wir können nochmal oben den Wehrgang abchecken, aber da ist, glaube ich, auch nichts. Also wir haben alles auf jeden Fall erkundet. Wir wissen, wo es hingeht fürs nächste Mal. Wer bist du? Ja, sorry. Du da! Was schnüffelst du hier so rum? Was? Nix, ich stehe hier doch nur. Was hat er? Ich darf man hier nicht mal mehr raus aus diesem Fenster gucken, um diese wunderschöne Aussicht zu genießen. Was war das denn? Der hat aber auch Ohren wie ein Luchs. Geht's dir gut? Ja, hier ist alles okay. Er ist unser Endgegner. La 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 la, schönes Wetter hier. Da war ja nichts. Was war das? Was war das? Was? Ja, ich weiß auch nicht. Was war das denn? Dein Leben. Was treibst du hier? Verzieh dich oder ich gebe dir Saures. Naja. Er mag uns nicht. Ich hab schon verstanden. Aber der passt auf. Ist ja auch gut. Nicht? Wenn wenigstens einer aufpasst. Haben wir noch irgendwas übersehen? Den Wehrgang? Stimmt. Es gab noch den in die andere Richtung. Boah, das ist echt gut verwinkelt. Ich sehe einen gewagten Sprung vor mir. Okay, wir könnten schlafen. Wahrscheinlich gibt es da oben eine Wache. Da unten wird es wahrscheinlich auch nichts geben. Da geht's noch mal runter. Scheiße, wo sind wir denn hier? Hier schlafen die ganzen Wachen. Wir waren in Eilenburg oder Ilenburg. Da gab's durchaus einen Wachturm. Jetzt weiß ich, wie der als Wachkaserne hergehalten hat. Genau so. Interessant. Aber hier haben wir gar nichts unten. Leiter. Können nicht mehr den Staub oder Mäuse klauen, weil nichts hier unten ist. Dafür bin ich runtergeklettert. Hä? Achso, wir sind schon an der Leiter. Jetzt habe ich Krach gemacht. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht. Lalala. Na gut. Ich würde sagen, ich begebe mich runter zum Bett. Wenn er uns durchlässt. Sir? Sir?
Da ging zu dem. Hier hatten wir auch nicht. Da ging es nur nach da. Da konnten wir nicht weiter. Ah, wir können doch mit Herr Robert nochmal. Gott sei mit dir. Okay, wo kann ich schlafen? Herr Robert, wo ist nochmal die Kammer, in der ich schlafen kann? Gütiger Gott, Junge. Hörst du denn nicht zu? In der Wachstube auf dem Vorplatz. Vielen Dank. Naja. Das war ein sehr ergiebiges Gespräch mit ihm. Da kommen wir nicht rein und hier durften wir nicht rein, aber wir können vielleicht... Okay, mit dem Kamera dürfen wir nicht reden. Und das ist die Tür, die zum Rundgang rausführt. Okay, die führt also beim Kamera durch. So, wir waschen uns nochmal. Und dann würde ich sagen... Ziehen wir uns die Schuhe aus, noch ganz wichtig. Dafür gehen wir auf Rüstung, alte Stiefel und sagen, nicht ausrüsten. Zack. Und schon gehen wir barfuß umher. Wir schließen die Tür, wichtig, und sehen uns zur nächsten Folge wieder.